Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und am heutigen Tage zeigen wir Ihnen eine Begegnung aus der FUT Champions Weekend League. United gegen die Saints. Ich glaube, das wird wieder mal eine richtig hochklassige und spannende Partie hier in der FUT Weekend League. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jamoletto. Sie holen sich den Ball. Ian Wright. James Tavernier. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Conte. Dybala jetzt. Mbappé. Cristiano Ronaldo. Riesenchance Mbappé. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Eine richtig treue Seele, dieser Typ. Das ist schon Spiel Nummer 300 für ihn bei diesem Club. Es passt einfach alles in diesem Team. Er hat hier sein Zuhause gefunden und fühlt sich richtig wohl. Pogba. Die Saints in der Offensive. Er macht das Spiel schnell. Das gibt Elfmeter. Chance, den Ausgleich zu machen. Chance, wieder reinzukommen in dieses Spiel. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Neves. Jamoletto. Da erobert er den Ball. Er holt sich vorne den Ball. Ronaldo. Mbappé. Ja, wartet einen Moment. Wird Ecke geben. Ecke kommt in die Mitte. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Rabiot ist zur Stelle. Mbappé. Mbappé. Dybala. Könnte die Führung werden. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Sie haben den Ball. Was für eine Szene. Der Alu-Treffer. Da lag das Tor in der Luft. Und wir sehen ja förmlich, wie die Spieler durchatmen. Der Ballverlust durch Mbappé. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Kylian Mbappé-Lotin. Ball ist beim. Da ist er alleine durch. Chance lebt noch. Pogba jetzt. Da ist Mbappé. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Noch ist die Chance da. Der Ball ist noch heiß. Jetzt Cristiano Ronaldo. Jetzt ist der Platz da. Den Lobster! Klasse Treffer! Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Cristiano Ronaldo mit dem Ball. Guter Zweikampf. Conte.
N'Golo Kanté macht das ganz energisch. Und jetzt haben sie den Ball. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Rabiot. Conte. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Conte hat den Ball. Ein guter Doppelpass. Conte. Guter Spielaufbau. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Ja, mit viel Übersicht. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Eckball gibt's. Ecke kommt in den 16er. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Rabiot. Cristiano Ronaldo. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Ronaldo. Gefährlich jetzt. Cristiano Ronaldo kommt. Viele Tore in Halbzeit 1. 4 an der Zahl. Und dann auch noch gleichmäßig verteilt. Es steht 2:2. So, weiter geht's. So ist es, der zweite Durchgang läuft. Neves. Das ist Pogba. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Nun Neymar. Am Ball Mbappé. Neymar. Neymar schießt! Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Also über einen Mangel an Torchancen kann sich niemand beschweren. Beide immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Steht unentschieden, es ist alles offen. Gute Chance. Kylian Mbappé Lothar. Rashford. Da wäre jetzt Platz. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Super dieses Zuspiel. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Frühes Stören jetzt. Mbappé. Der Angriff von den Saints. Die Saints geben den Ball hier ab. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Mbappé. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Da packt er einen Trick aus. Klasse.
Jetzt könnte er flanken. Sehr gute Szene hier von Paulo Dybala. Dybala, klasse Zuspiel. Riesenchance Mbappé. Noch ist die Chance da. Tolles Tor von Paulo Dybala. Klasse, wie er diesen Volley im Tor untergebracht hat. Donnerwetter. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ja, der nächste tolle Pass. Jetzt nehmen. Nur noch der Torwart vor sich. Lange Flanke jetzt. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Nun Ronaldo. Mit Eto. Das ist Pogba. Neves. Die Saints verlieren den Ball. Ja, ja, zu unpräzise. Da ist der Ballverlust. Schöne Aktion. So, der Ball ist erstmal weg. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Neymar. Da ist Mbappé. Neymar. Er kann es machen. Der Ball ist drin. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Mit Eto. Ronaldo. Da wird er gestört. Dybala. Conte. Am Ball Mbappé. United kommt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Sergio Ramos am Ball. Kevin Babu. Neymar jetzt. Dybala. Mbappé. Was macht er draus? Chance lebt noch. Druck auf Van Dijk, gefährlich. Will er nicht abspielen? Der Tor. Der Ball gleich wieder weg. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Neymars Pass abgefangen. Da hat er die Chance. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Erstmal rausgeforstet.